Was geht ab, Leute, und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Jurassic World Evolution 2. Wir haben in der letzten Folge die Kampagne beendet und das heißt, wir können jetzt etwas Neues beginnen. Und zwar beginnen wir in dieser Folge mit dem Chaos-Theorie-Modus. Der Chaos-Theorie-Modus erlaubt es den Spielern, entscheidende Momente aus Jurassic Park und Jurassic World erneut zu erleben und in einer Reihe von Was-wäre-wenn-Szenarios selbst zu gestalten. Das hört sich doch super an. Dann würde ich doch sagen, legen wir gleich mal los. Oh, okay. Ich gehe mal davon aus, dass wir hier jetzt auswählen können, mit welchem Film wir quasi anfangen wollen. Deswegen würde ich doch einfach mal behaupten, fangen wir ganz klassisch mit Jurassic Park an. Errichte gemeinsam mit John Hammond den Jurassic Park. Achte darauf, aus den Fehlern des Films zu lernen. Einen erfolgreichen Jurassic Park zu bauen ist möglich. Natürlich ist das möglich. Ich meine, wenn man das genau nimmt, haben wir das schon zweimal geschafft. Aber wir können das auch ruhig nochmal ein drittes Mal machen. Legen wir los. Der Moskito. Millionen von Jahren konserviert. Und darin... Tja, diese Entdeckung sollte die Welt verändern. Eine Weile lang dachten wir, näher würden wir den Sauriern nie kommen. Doch da lagen wir falsch. Aus jahrelanger Forschung zur Vervollständigung der DNA-Sequenz der Saurier resultierte Leben. Wie es es seit 65 Millionen Jahren nicht mehr gegeben hatte. Jurassic Park. Wir wissen ja, wozu das führte. Aber was wäre, wenn jemand wie du den damaligen Hochmut gezügelt hätte? Damit Jurassic Park ein Erfolg wird, muss er für alle seine Gäste so sicher wie möglich sein. Das ist das Abenteuer ihres Lebens. Lass es nicht ihr letztes werden. Wundervoll, nicht wahr? Das ist ein echtes Paradies. Aber es fehlt was, was es früher besaß. Bis wir sie zurückbringen. Dieser Ort zeigt den Menschen Spektakuläres. Dinosaurier. Nicht länger nur in unserer Vorstellungskraft. Lebendige Saurier. Und wenn die Menschen sie sehen, dieser Moment des Erstaunens, der Magie. Du wirst ein Teil dieses Spektakels sein. Der Jurassic Park wird pünktlich öffnen. Und die Welt wird sein, wie sie einst war. Ein Land der Saurier. Ah, gut, gut. Du scheinst dich einzuleben. Ich möchte dir Lily Halford vorstellen, unsere Betriebsleiterin hier im Park. Sie bringt dich auf den neuesten Stand. Danke, Dr. Hammond. John, bitte. Oh, gut. Wie Dr. Hammond, oh, John, dir bereits gesagt hat, wollen wir den Jurassic Park so schnell und so sicher wie möglich in Betrieb nehmen. Wir tun hier Dinge, die als unmöglich galten. Es wird also eine Herausforderung. Das Unmögliche möglich machen. Ja, ja, das gefällt mir gut. Wir müssen die Anlage für die Saurier vorbereiten. Fang mit einem Besucherzentrum an und einem Wissenschaftszentrum. Und denk daran, dass beides mit dem Wegenetz verbunden sein muss. Oh, und auch mit Energie. Baue folgendes betriebsbereites Gebäude. Besucherzentrum, Wissenschaftszentrum. Oh, und es wird uns wieder angezeigt. Kann es sein, dass wir jetzt quasi wieder so eine Art Mini-Tutorial durchmachen? Weil das wurde uns beim letzten Mal ja angezeigt, als wir ganz am Anfang standen. Und ich meine, wir müssen ja jetzt auch nicht unbedingt wissen, wo wir die ganzen Sachen herkriegen. Es gibt auch wieder einen Bereich, wo wir das hinbauen sollen. Irgendwie habe ich doch schon so ein bisschen das Gefühl, dass das hier jetzt wieder so eine Art Tutorial wird. Also ich habe nicht unbedingt ein Problem damit. Ich bin nur der Meinung, wir brauchen jetzt nicht unbedingt ein Tutorial, weil wir haben ja schon durchaus was geleistet. So, das war das Besucherzentrum. Dann brauchen wir jetzt noch ein Wissenschaftszentrum. Das wird da auch wieder vorgegeben. Okay, dann kommt das natürlich hier hin. Der Jurassic Park hat einen Genetiker. Spitze. Dr. Henry Wu. Ich denke, du wirst ihn bald kennenlernen, sofern das noch nicht geschehen ist. Ich bin bereit anzufangen. Um die gewünschten Saurier zu bekommen, brauchen wir zuerst eine Brutstätte. Errichte eine, dann können meine Angestellten und ich beginnen. Erforsche folgendes. Brutstätte. Okay, wir können per F4 da reingehen. Das ist doch wahrscheinlich hier... Nein, Medizin, Genommodifikation, Dinosauriererschaffung.
Genau das brauchen wir, Brutstätte. Brutstätten werden verwendet, um Dinosaurier-DNA zu synthetisieren und neue Dinosaurier für den Park auszubrüten. Sie ermöglichen auch die Genmodifikation aller erworbenen lebensfähigen Spezies. Das ist genau das, was wir brauchen. Erforschen wir das einmal. Wir brauchen zweimal Logistik und einmal Genetik. Dafür ist die Okamato doch perfekt geeignet. Baue eine betriebsbereite Brutstätte. Alles klar. Dann schnappen wir uns mal die Brutstätte. Ich muss sagen, mir gefällt das Design davon. Das finde ich richtig gut. Da ist wieder ein Platz, wo wir das hinbauen können. Dann kommt es natürlich auch dahin. Verbinden wir das noch mit dem Weg und dann sollte das auch soweit fertig sein. Velociraptoren. Ja, wir beginnen mit Raptoren. Ich weiß, dass du eventuell Bedenken hast. Aber John und ich sind uns einig, dass sie zu den aussichtsreichsten Kandidaten gehören. Du musst ihre Eier mit Hilfe meiner Genomforschung synthetisieren. Und ich möchte natürlich sofort über die Ergebnisse informiert werden. Da will aber jemand direkt die dicken Geschütze auffahren, oder? Ich hätte jetzt eher erwartet, dass wir mit was Kleinem anfangen. Keine Ahnung, ein Gallimimus, ein Dilophosaurus, aber doch nicht direkt einen Velociraptor. Aber ich schätze, wir haben da kein großes Mitspracherecht. Deswegen synthetisieren wir doch einmal einen dieser Velociraptoren. Wissenschaftler zuweisen. Wir brauchen 5-mal Genetik. Okamato, die ist perfekt dafür geeignet. Unsere erste Synthese war erfolglos. Es gibt also eindeutig Raum für Verbesserung. Aber wir geben nicht auf. Wir werden besser. Ich habe einige Bereiche im Syntheseprozess identifiziert, die weiterer Forschung bedürfen. Finde alles Nötige im Wissenschaftszentrum heraus und melde dich bei mir. Erforsche Folgendes. Verbesserte Synthese. Okay, sieht aus, als müssten wir es erstmal erforschen, dass wir hier überhaupt richtige Dinosaurier hinbekommen. Verbesserte Synthese. Verbesserung des Syntheseprozesses. Damit wird das Ganze schon eher klappen. Und ich würde sagen, wir nehmen mal jemand anderes. Dieses Mal nehmen wir den Jelani. Der kriegt das hin. Wir beginnen mit Raptoren? Sind wir schon soweit? Es wurden alle Vorsichtsmaßnahmen getroffen. Ich folge der Wissenschaft und diese Saurier sind unsere beste Chance auf Erfolg. Wir haben so viel gelernt und werden weiter lernen, während wir voranschreiten. Ja, natürlich. Und ich verstehe Ihre Bedenken, Miss Halford. Jeder Saurier birgt ein gewisses Maß an Risiko. Und es ist an uns, das so weit wie möglich abzufangen. Sollten wir nicht eigentlich hier die Stimme der Vernunft sein oder so? Ich meine, klar, Velociraptoren, damit kann man klarkommen. Aber jetzt schon direkt so früh? Ich meine, im anderen Jurassic Park, im echten, ist das auch nicht so gut ausgegangen. Aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass wir hier großartig mitdiskutieren können. Deswegen machen wir einfach mal, was uns gesagt wird. Schnappen wir uns einen der Wissenschaftler. Okamato macht das hier. Dann machen wir gerade noch den zweiten. Welchen Wissenschaftler holen wir hierfür? Jelani Underwood. Und der erste Velociraptor ist zum Ausbrüten bereit. Dann holen wir den guten doch mal. Ah, momentan ist leider unser ganzes Personal beschäftigt. Dann müssen wir wahrscheinlich doch noch ein bisschen warten. Gut, der zweite ist auch fertig. Dann sollten wir genug Wissenschaftler hierfür haben. Was brauchen wir? Wir brauchen 5-mal Wohlbefinden. Das hat nur der Gute der Wut. Dann kriegt der natürlich auch die Aufgabe. Und schon können wir unseren ersten Dinosaurier freilassen. Oh, er sieht schon gut aus. Er sieht schon gut aus. Das muss man ihm lassen. Vielleicht war es doch eine gute Idee, die Velociraptoren zuerst zu holen. Mir gefällt er auf jeden Fall. Gut, solange der jetzt nicht rausspringt und jeden zerfleischt, ist ja auch alles in Ordnung. Aber hier steht was. Dir fehlt Wasser, Beute, offenes Gelände und Wald. Gut, ich gehe mal davon aus, offenes Gelände, das gibt sich, sobald er jetzt hier rumgeht. Wasser und Beute, darum können wir uns definitiv kümmern. Schnappen wir uns einmal das Wasser, machen wir hier eine große Wasserstelle und Beute kriegt er auch direkt. Hier eine Ziege. Und dann können wir auch schnell mal noch unseren zweiten Velociraptoren ausbrüten. Das muss wahrscheinlich wieder der Gute der Wut machen, weil sonst hat ja kein anderer 5 Punkte bei Wohlbefinden. Also wird das der Wut übernehmen. Und Wald war auch noch etwas, was ihm fehlt. Das kriegen wir natürlich auch schnell in den Griff. Dafür brauchen wir nur schnell mal ein bisschen Wald. Den können wir hier hinten schön mal platzieren. Ich glaube mal, das wird ausreichen. Und der zweite ist auch fertig. Perfekt, dann brüten wir den doch mal direkt aus. Beziehungsweise, wir lassen ihn frei. Wo ist der Gute? Da ist er ja. Ah.
Velociraptoren sind schon was Schönes. Zwar gefährlich und tödlich, aber was Schönes. Auch mit Dr. Wus Zusicherungen wollen wir ein entsprechendes Unterstützungsteam vor Ort haben. Ich will nicht den Teufel an die Wand malen, aber ich bin lieber vorsichtig. Wir beginnen mit einem Ranger-Posten. Baue einen im Velociraptoren-Gehege. Errichte dann eine Unterstützungsanlage und weise von dort aus dem Posten eine Ranger-Patrouille zu. Ich sehe das jetzt schon. Die Velociraptoren werden das Ranger-Team komplett auseinandernehmen. Aber warum denn nicht? Schicken wir diese armen Menschen in ihr Verderben. Gerne, liebend gerne. So, der Ranger-Posten ist da. Dann kommt das Tor. Mal direkt hier hin. Und wir brauchen noch eine Unterstützungsanlage. Die fehlt uns noch. Schnappen wir die uns mal schnell? Haben wir nichts mehr? Wir haben keine Fläche mehr vorgegeben. Okay, sieht aus, als wäre jetzt alles ab sofort in unseren Händen. Dann stellen wir das Ganze mal dahin. Dann weisen wir das Ranger-Team mal noch schnell zu. Wobei ich eigentlich der Meinung bin, dass wir das ja nicht mehr brauchen. Weil wir uns ja schon... Die Tiere müssen sich in ihren Gehegen wohlfühlen. Je weniger sie sich an ihrer Gefangenschaft stören, umso eher werden sie sich erwartungsgemäß verhalten. Das ist besser für sie und natürlich auch für uns. Überprüfe das Wohlbefinden der Raptoren und bedenke, dass sie sich erst an ihr neues Gehege gewöhnen müssen. Was ich eigentlich sagen wollte, wir brauchen, glaube ich, diese... Der Park bietet nicht viel Unterhaltung oder gar pädagogischen Wert, wenn die Gäste die Saurier nicht sehen können. Und was ist denn der Sinn, wenn man diese majestätischen Tiere nicht aus der Nähe sehen kann? Wir können Beobachtungsgalerien errichten, dann können die Gäste genau das tun, John. Sie werden beeindruckt sein. Und genau das wollen wir ja. Genau meine Meinung, Lily. Sie werden immer und immer wieder zum Jurassic Park zurückkehren wollen. Naja, nach dem ersten Mal wollten die Leute nicht unbedingt in den Jurassic Park zurückkommen. Aber bevor ich so dreist zweimal unterbrochen wurde, wollte ich eigentlich sagen, ich bin mir nicht sicher, ob wir wirklich einen Ranger-Posten brauchen, weil wir konnten ja auch so sehen, was die Velociraptoren brauchen. Und daher müssen die Ranger doch eigentlich gar nicht die beobachten. Aber egal, wir sollen eine Beobachtungsgalerie bauen und die werden wir auch bauen. Stellen wir das gute Stück mal hier hin, dann sollte die relativ alles im Blick haben. Okay, scheinbar reicht das nicht. Vielleicht brauchen wir auch noch eine zweite Beobachtungsgalerie. Wenn die Velociraptoren sich hier aufhalten, dann werden die natürlich nicht gesehen. Dann müssen wir noch eine hier hinstellen, aber jetzt sollten wir... alle Velociraptoren im Blickfeld sein. Wir brauchen eine paläomedizinische Anlage, damit kranke oder verletzte Saurier versorgt werden können. Das ist eine gute Idee. Unsere Saurier müssen gesund bleiben. Prinzipiell hat er da recht. Gesunde Dinosaurier sind eine gute Idee. Ich meine, kranke Dinosaurier werden wahrscheinlich unserer Sache jetzt nicht so unbedingt nutzen. Deswegen bauen wir das Ding mal dahin. Oh, ich habe ein Expeditionszentrum gebaut. Huh. Ein Fehler. Entschuldigung, ich dachte eigentlich, ich hätte eine paläomedizinische Anlage. Aber, okay, da ist die gute. Also ich hätte schwören können, ich hätte die paläomedizinische Anlage genommen. Aber anscheinend nicht. Gut, dann bauen wir jetzt das Ganze. Aber dann haben wir immerhin jetzt schon mal ein Expeditionszentrum. Ich meine, das brauchen wir bestimmt auch. Ich benötige mehr genetische Proben, als wir hier im Park zur Verfügung haben. Wir können selbst Expeditionen aussenden, um Fossilien zu sammeln. Aber vor allem musst du ein Expeditionszentrum errichten. Dann können wir DNA aus den im Feld gesammelten neuen Fossilien extrahieren und einen noch vielfältigeren Satz an Saurier-Genomsequenzen zusammenstellen. Das sollte Priorität haben. Wenn man vom Teufel spricht, genau jetzt brauchen wir das Expeditionszentrum. Und wir sollen das Genom eines Triceratops verbessern, und zwar auf 50%. Dann suchen wir doch mal nach dem Saurier. Wo kriegen wir den denn her? Struthiomimus Triceratops, genau den wollten wir haben. Was brauchen wir denn? Wir brauchen 6 Logistik. Dann übernimmt das doch mal die gute Adegoke. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen. Ich wüsste jetzt aber auch nicht unbedingt, wie man es anders aussprechen soll. Und da ist die Expedition auch schon. Gut, ich habe gerade eben gesehen, wir können das hier im Wissenschaftszentrum machen. Genau. Oh, da haben wir ja richtig viel bekommen. Das können wir alles mal schön zuweisen und bearbeiten lassen. Die gute Okamoto kann mal was machen. Und der Rest geht anscheinend nicht. Okay, da müssen wir dann wohl warten, bis die Okamoto fertig ist. Fossilienextraktion abgeschlossen. Wir haben jetzt 37%. Oh, da müssen wir noch ein paar mehr extrahieren.
Ja, ich würde mal sagen, wir machen als nächstes einen Bernstein. Der sollte uns richtig viel geben. Dafür brauchen wir dieses Mal nur 3 Logistikpunkte. Dann übernimmt das doch mal der gute Jelani. Entlasse auch einen neuen Pflanzenfresser ins Gehege. Ich möchte diese Tiere im Freien beobachten. Ich meine, so frei, wie wir es gestatten. Synthetisiere folgenden Saurier. Brüte ihn 2-mal aus und lasse ihn frei. Triceratops. Sorge dafür, dass die Triceratops im Gehege sind. Alles klar, dann holen wir mal noch 2 Triceratops in unseren Park. Die haben wir relativ schnell synthetisiert. Wir brauchen 6 Logistikpunkte. Oha, dann kriegen auf jeden Fall mal die Okamoto und der da Wut den Job. Aufgabe starten. Ich würde aber sagen, wir kümmern uns um diese Triceratopse in der nächsten Folge. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wenn dem so ist, dann lasst doch gerne mal ein Abo da. Dann könnt ihr nichts mehr auf diesem Kanal verpassen. Ich wünsche euch wie immer einen wunderschönen Tag. Bedanke mich fürs Zusehen. Bleibt lässig und tschüss.